Ich treffe mich heute Morgen mit Oliver Euskirchen von der Waldökostation auf dem Remstecken. Schönen guten Morgen. Wir haben hier einen wunderschönen Platz erwischt. Das ist der schönste Arbeitsplatz der Welt, oder? Wunderbar, ja. Ich freue mich, dass du hier bist und wir die Gelegenheit haben, miteinander zu reden und ich dir ein bisschen was über unseren Arbeitsplatz sagen kann an der Waldökostation. Der ist jetzt leider etwas digitaler geworden seit der Pandemie, beziehungsweise war er das vorübergehend. Ihr musstet quasi digital denken, obwohl die Waldökostation sich ja eigentlich mitten im Wald befindet und man eigentlich rausgeht und mit allen Sinnen was lernt über die Natur, über den Wald, über die Tiere. Wo habt ihr angefangen zu denken digital? Das war gar nicht so einfach, weil ich war auch da auch ein bisschen voreingenommen und dachte, das ist doch ein Widerspruch. Wir wollen doch, dass die Leute rausgehen, insbesondere die Kinder und Jugendlichen in der Natur, die Natur erleben im Lebensraum. Und da war am Anfang tatsächlich großer Rat teuer. Nichtsdestotrotz habe ich dann begonnen, mir Gedanken zu machen, wie kann ich denn das, was ich normalerweise im Wald, im Lebensraum vermittle, also Biologieunterricht oder Sachunterricht, wie kann man das in irgendeiner Form digital vermitteln? Das sah dann so aus, dass ich im Prinzip einen digitalen Impuls in einer Videokonferenz mit den Teilnehmerinnen durchgeführt habe, gezeigt, die und die Materialien benötigt ihr. Habe das auch dann im Lebensraum quasi in Form eines Films oder von Bildmaterialien gezeigt, von damaligen Veranstaltungen und das dann als Hausaufgabe sozusagen mitgegeben. Und wir haben uns dann im Anschluss nochmal getroffen und die Teilnehmerinnen konnten dann eben sich untereinander austauschen. Wir haben gemeinsam reflektiert, was habt ihr denn da für Tiere gefunden? Was gibt es zum Beispiel für Lebewesen im Bach? Wie ist da die Ökologie des Baches? Und zwar konnten die Teilnehmerinnen dann eben an ihrem eigenen Gewässer, ob das jetzt der Gartenteich im eigenen Garten ist oder vielleicht ein Gewässer im Stadtpark vor Ort, selber erkunden, erforschen. Und wir haben es gemeinsam nochmal in der Videokonferenz besprochen, reflektiert und hier auch nochmal unter besonderer Berücksichtigung, wie kann man das jetzt Kindern und Jugendlichen vermitteln. Ich wollte gerade sagen, mit Kindern und Jugendlichen war es wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Du machst ja normalerweise auch viel in Kindergärten und Schulen. Hat das denn geklappt? Ich habe es mal probiert und es war eine sehr große Herausforderung. Die Schwierigkeit ist, dass wir einfach in der damaligen Zeit ja einen Flickenteppich unterschiedlicher Videoplattformen bzw. Programme hatten und auch die technische Ausrüstung an den Schulen teilweise gut, teilweise aber auch gar nicht vorhanden war, die Infrastruktur, sodass ich dann irgendwann aufgegeben habe. Das war einfach nicht möglich, den Unterricht live in Präsenz quasi per Videokonferenz durchzuführen. Was ist denn geblieben von den Online-Seminaren, die du zusammengestellt hast, falls wir jetzt nochmal im Lockdown enden? Also die ruhen momentan noch in der Schublade, sage ich mal, beziehungsweise der Weg geht weiter. Das Schöne daran ist, dass diese ganzen Seminare oder Ausarbeitungen, diese digitalen, nachhaltig trotzdem genutzt werden können. Beziehungsweise wir werden wahrscheinlich in Zukunft weiterhin Online-Seminare anbieten, die dann aber in einer Präsenzveranstaltung nochmal ergänzt wird. Okay. Das heißt, wir haben den theoretischen Teil quasi digital, bieten wir an, das wichtige ganzheitliche Erfahren, aber in Präsenz vor Ort hier an der Waldökostation. Du bist aber auch froh, dass es jetzt wieder so ein paar Veranstaltungen hier gibt, oder? Ja. Das ist schon ein großer Unterschied. Es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Also man merkt sehr schnell, es kann jeder bestätigen, das ganzheitliche Erleben mit allen Sinnen in der Natur, das kann man digital nicht vermitteln. Ja. Da kann man also tatsächlich nur zweidimensional das Ganze zeigen, das Vermitteln, das Emotionale, das Lernen mit Kopf, Herz und Hand, das ist einfach digital nicht möglich. Ja. Und das wird immer weiterhin eine Hilfskrücke sein. Deswegen bin ich froh, dass es jetzt, wenn auch eingeschränkt, aber trotzdem in Präsenz möglich ist, Veranstaltungen durchzuführen. Wir sind ja draußen, wir können Abstand halten und uns vernünftig im Klassenzimmer Wald bewegen. Ja. Und insofern ist das unersetzbar. Das muss man wirklich so sagen.